Das ist Tuba. Tuba mag Kekse. Aber in diesem Video geht's nicht um Kekse. Und auch nicht um Tuba. Also dieser ganze Sketch hat eigentlich nichts mit dem Video zu tun. 1000 Videos. Ja, und damit Hallihallöchen und herzlich willkommen zu einem mehr oder weniger ganz besonderen Video. Ihr merkt, ich rede gerade etwas leiser. Das soll hier so ein bisschen Gerede sein. Ich will nur mehr oder weniger ein kurzes Video machen, um kurz mal mit euch zu reden. Und wie ich es eben schon erwähnt habe, 1000 Videos. Denn wir haben jetzt gerade gestern die 1000 Videomarke überschritten. Ich werde euch jetzt hier kurz irgendwie einen Screenshot einblenden. Ich nehme jetzt einfach mal meinen Ton aus und werde danach eventuell so ein bisschen rumschneiden. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Die Sache war die, dass ich dieses Video hier ursprünglich als 1000. Video machen wollte. Dazu kann ich kurz erwähnen, dass ich als 1000. ein Special-Video machen wollte. Das heißt, ursprünglich sollte wirklich ein Special kommen. Ich habe es zeitlich einfach nicht hingekriegt. Und ihr merkt, ich kann Specials machen. Und zwar habe ich ja zum Beispiel mein 1000 Abonnenten Meilenstein Video, was mein aufwendigstes Video bisher war. Da könnt ihr auf jeden Fall auch mal reingucken, falls ihr es nicht gesehen habt. Hat aber auch schon über 500 Aufrufe, bin ich echt stolz auf, dass das so viele gesehen haben. Und ja, das war damals mein aufwendigstes Video. Ich wollte auch wieder was relativ Aufwendiges machen für mein 1000. Hab's dann aber leider nicht hingekriegt. Aber ich wollte mich einfach bei euch bedanken, Leute, dass wir jetzt die 1000 Videos erreicht haben. Und das ist einfach so eine unfassbar riesige Zahl, um es kurz zu sagen. Vielleicht fragen sich manche, wieso ich mich bei euch bedanke. Es ist einfach die Sache, dass ihr mich anspornt. Wegen euch, ihr motiviert mich dafür, die Zuschauer. Ich merke ja, wenn, ganz besonders, wenn ihr Kommentare schreibt, das ist für mich einfach am wichtigsten. Ich weiß, ich sag's sehr oft, aber das ist es nun mal. Da ich dahinter den Kommentaren Menschen stecken, und das merkt man natürlich, da schreibt dann jeder seinen eigenen Kommentar, manche länger, manche kürzer. Ich freue mich über alle, also auch über mega lange Kommentare freue ich mich, wenn ich was zu lesen habe. Das finde ich mega super, dass die Community da manchmal was schreibt. Da merke ich einfach, dass da richtige Menschen hinterhocken und die dann meistens, also klar, manchmal werde auch ein bisschen Kritik hinterlassen, was ich mag. Hinterlasst ruhig Kritik damit, also Kritik brauche ich, um mich zu verbessern. Natürlich konstruktiver am besten. Aber klar, manchmal sind auch echt einfach nur richtig liebe Kommentare dabei, die dann einfach sagen, dass meine Videos gut sind und dass ich weitermachen soll. Und das sowas ist einfach mega motivierend für mich, Leute. Und wirklich manchmal, ist man ein bisschen weniger motiviert, wenn man vielleicht merkt, dass es weniger Zuschauer sind oder ganz besonders am Anfang, klar, da braucht man einfach so ein bisschen Motivation. Klar, am Anfang muss man sich natürlich überwinden, weil man da nun mal kaum Zuschauer hat und auch kaum Abonnenten. Aber es wird dann natürlich immer besser und jetzt auch mit den 1500 irgendwas oder bald schon 1600, das ist eine mega Zahl, um es nochmal erwähnt zu haben. Ich meine, das kann man, also bildlich vorzustellen, 1600 Leute, das sind echt richtig, richtig viele Menschen. Das ist richtig super zu wissen, dass die hinter einem im Rücken stehen. Und und deshalb haben wir jetzt einfach die 1000 Videos erreicht. Ich habe jetzt auch teilweise, also seitdem ich 1000 Abonnenten habe, mache ich ja 2 Videos täglich. Und teilweise waren es dann sogar 3 Videos, BZW mehr, jetzt sind es ja auch wieder 3 Videos täglich. Und ich bin da mega stolz drauf und ihr habt es einfach mit zu verantworten, weil ihr mich motiviert habt, dass ich immer mehr mache. Deshalb wollte ich mich einfach mal vielen herzlich bei euch bedanken, wirklich vom tiefsten Herzen. Ich weiß nicht, ob ich das zu oft mache oder zu wenig oft. Ich weiß nicht, sowas sollte ich vielleicht öfters machen. Aber wirklich, Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr da seid. Um es so zu sagen, klar, das ist ein bisschen klischeehaft für Let's Player, die sich dann bei der Community bedanken. Aber es ist nun mal so, ohne euch wäre ich nichts. Ohne euch bin ich nun mal nichts. Ihr macht's aus, ihr treibt mich an, ihr seid meine Motivation, dass ich Videos mache. Ohne euch hätte ich nicht diese Motivation, ne? Deshalb, das ist einfach so, ich weiß nicht, das ist so ein Nehmen und Geben, könnte man sagen, BZW, ist das wie ein Team, ne? Also ich bin auch ein ganz normaler Typ und mache einfach meine Videos und das gucken sich Leute an und das finde ich so toll. Ich meine, ich bin irgend so ein Typ, der Quatsch macht. Ich nehme meine Videos auf, hab Spaß dabei und rede manchmal auch über Themen, vielleicht ein bisschen lustiger, manchmal ernstere Themen. Und da gucken dann die Leute zu und das finde ich so toll, dass ich, also Leute, das kann man einfach nicht in Worte fassen, wie toll ich das finde. Und deshalb wollte ich mich jetzt einfach herzlich bedanken, dass wir die 1000 Videos geknackt haben. Was einfach eine riesige Zahl ist. Hoffentlich hört man jetzt gerade meinen Stuhl nicht quietschen. Mann, ich weiß echt nicht, was ich weiter sagen soll. Und ja, ich denke, ich werde das Video jetzt ja auch nicht zu lange halten. Wollte mich aber einfach herzlich bedanken für die ganzen
Zwei Jahre sind es jetzt noch nicht, es sind ein bisschen über 1,5 Jahre. Am 24. Oktober kam ja das allererste Video raus, da kann man ja auch mal kurz erwähnen, war ja Slender the 8 Pages, mein allererstes Video, damals natürlich noch total schüchtern, wenig gesagt, da weiß man natürlich nicht, was man sagen soll. Ich werde mich auch, Let's Player verbessert sich immer, finde ich auch toll daran, also ein Let's Player wird eigentlich immer besser, das ist nun mal die Sache daran, also jeder, auch jetzt die größten Let's Player oder die, an der Größe liegt es jetzt nun mal nicht, das kann ich natürlich auch nochmal sagen. Das hat nichts mit der Zuschauer- oder Abonnentenzahl zu tun. Es gibt auch einen Haufen Let's Player, die richtig gut sind, aber nur mal viel zu klein sind. Ich habe auch schon wirklich kleinere Channel gesehen. Also ich bin selber ein kleiner Channel, bin ich selber. Ich bin stolz auf die Zahl, aber es ist nur mal im Gegensatz zu wirklich den ganz Großen, es ist nur mal ein kleiner Channel. Aber ich habe wirklich kleinere Channel gesehen mit 50 Abonnenten oder so. Und die haben super Videos gemacht. Die konnten super reden, konnten super, also es waren in den Spielen richtig super. Also haben das Spiel richtig gut präsentiert, sagen wir mal. Konnten richtig gut Themen reden. Die waren richtig super, aber die hatten einfach kaum Zuschauer. Also wirklich kaum. Also teilweise keine Zuschauer. Und das finde ich da echt schade. So ein bisschen, das ist auch so ein bisschen existenzentscheidend, wenn ein größerer YouTuber einen entdeckt, was nun mal so ist. Das heißt, wenn manche große YouTuber machen ja Push, also ja, pushen in Anführungszeichen, oder machen halt eine Kanalvorstellung von kleineren, was ich echt super finde, diese Kanalvorstellungen, würde ich wahrscheinlich bei mir nie machen, weil ich das einfach aus eigener Kraft quasi schaffen will. Aber es ist nun mal super und das ist nun mal ein bisschen krass, denn wenn wirklich ein großer YouTuber einen kleineren entdeckt und den dann quasi mehr oder weniger pusht, ich habe dagegen auch überhaupt nichts, also wirklich Leute, die gepusht werden, die... Ja, die werden, also klar, die werden, kriegen dann mehr Aufmerksamkeit, aber trotzdem, die werden ja nicht abonniert einfach so, die machen trotzdem gute Videos. Und das ist nun mal die Sache, das heißt, ein kleinerer YouTuber, der von einem größeren entdeckt wird, der kann dann natürlich auch wirklich seine Abonnenten vervielfachen und kann dann davon auch leben. Es gibt genug, wirklich, es gibt einen Haufen Let's Player oder YouTuber, die nun mal bekannt geworden sind, weil ein größerer YouTuber sie entdeckt hat und dadurch wurden erst die Zuschauer auf den Kanal aufmerksam. Also ich wirklich habe dagegen nichts, wenn ein YouTuber quasi durch einen größeren gepusht wird, in Anführungszeichen BZW halt entdeckt wird und dadurch dann vorgestellt wird. Dagegen habe ich nichts, weil es liegt ja dann beim Zuschauer, ob er ihn dann anguckt, ne? Aber trotzdem, um einfach mal zu sagen, dass die Abonnentenzahl fast nichts aussagt. Klar, es macht einen Unterschied. Ob du jetzt 50 hast oder 10.000, das ist ganz klar ein Unterschied, aber trotzdem, kann auch ein winzig kleiner YouTuber, kann richtig gut sein. Und um es mal so zu sagen, also viele sind da einfach zu verkrampft auf die Abonnentenzahl. Wenn viele auf den Channel gehen, dann gucken sie nun mal das erste Mal darauf. Es ist nun mal so, auch bei mir ist es so, klar, die Abonnentenzahl hat auch Vorteile. Zum Beispiel Publisher oder so, manche Publisher arbeiten dann so ein bisschen mit den Let's Playern zusammen oder manche geben auch erst die Rechte raus, wenn die eine größere Abonnentenzahl haben oder manche Let's Player kriegen dann nun mal auch ein Spiel gratis zugeschickt und da hat nun mal die Abonnentenzahl viel zu sagen. Das heißt, die ist auch nicht schlecht, ich finde die auch nicht schlecht, aber die Leute sind da dann einfach meistens viel zu verkrampft dafür, also wenn sie dann einen Channel sehen mit 100 oder sagen wir mit 50, dann wird der natürlich automatisch schlechter eingeschätzt. Und um es einfach mal kurz zu erwähnen, also Leute, guckt da einfach nicht immer so krass drauf, deshalb, es macht keinen Unterschied, also ob einer 100.000 hat oder 10.000, das ist dann, das sagt einfach nichts darüber aus, wie gut der Let's Player ist oder wie gut der YouTuber ist. Und das mal kurz erwähnt zu haben, aber trotzdem, wir haben die, um wieder zurückzukommen, die 1.000 Videos erreicht, wo ich einfach mega stolz drauf bin. Klar, für Let's Player sind natürlich immer, Let's Player bringen natürlich meistens täglich Videos raus, meistens auch mehrere. Ist natürlich ganz klar ein Unterschied, ob du einen Comedy-Kanal hast oder einen Let's Play-Kanal, aber trotzdem ist natürlich 1.000 Videos auch für Let's Player nicht schlecht. Haben jetzt natürlich auch schon einige, aber viele werden es vielleicht auch nie erreichen, so eine Riesenzahl. Und ich denke, da kann man natürlich schon stolz drauf sein. Ich wollte echt ein Special-Video machen, ich habe es ja eben schon erwähnt. Dieses 1.000 Abonnenten-Meilenstein, das war ja schon Monate vorweg geplant und sehr, sehr aufwendig. Sowas hätte ich jetzt auch nicht gemacht, aber auf jeden Fall ein bisschen was Aufwendigeres. Ich habe es jetzt leider zeitlich nicht hingekriegt, aber... Ja, ich hoffe einfach, dass mein Gerede euch vielleicht genügt, ich weiß es ja nicht. Und ich würde dann fast sagen, dass ich das Video jetzt hier beende. Ich danke euch einfach nochmal 1.000 Mal, dass ihr die ganze Zeit da seid, dass ihr meine Videos guckt, kommentiert, sonst irgendwas, dass ihr... Ja, das ist jetzt einfach auf 1.000 Videos geschafft habe, was einfach so eine riesige Zahl. Ich finde das mega cool einfach. Ich habe mich da echt mega drauf gefreut und... Ja, ich würde sagen, dann beende ich einfach das Video. Ich hoffe, ihr bleibt mir auch noch die nächsten 1.000 Videos erhalten. Ich hoffe natürlich, dass da noch Zuschauer dazukommen. Das darf man natürlich immer hoffen. Das nächste Ziel sind natürlich die 10.000 Abonnenten, was natürlich noch weit entfernt ist quasi, aber realistisch. Also ich würde sagen, 10.000 ist ein realistisches Ziel, was wir hoffentlich bald erreichen. Wir zusammen, die Community,
die Raffinoff, die Raffinoff-Community, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Und ja, ich beende jetzt einfach hier das Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, wie immer hört ihr mich im nächsten Video wieder. Also dann auch ein herzliches Tschüssi. Tschüss.